Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, ich möchte die Gelegenheit nutzen, um zum Anfang einen Gedanken zur Entwicklung von Open Data in der Bundesrepublik zu äußern. Ich finde es nämlich nicht nachzuvollziehen, warum die Bundesregierung hier so viel Zurückhaltung an den Tag legt. Aus dem ursprünglichen Open Data Portal des Bundes ist jetzt GovData geworden, und dass das Wort Open da fehlt, das ist kein Zufall, das ist Programm. Denn noch immer scheint der Bund für sich eines nicht geklärt zu haben: Sind durch Steuergelder finanzierte Datensätze sein Eigentum? Ich sage nein, sind sie nicht. Die gehören uns allen, und ich sehe Open Data auch als enorme Chance in vielerlei Hinsicht. Die Entwicklung auf Bundesebene finde ich deshalb zu zaghaft. Da braucht es mehr Druck, auch aus Berlin. Ja, jetzt kommen wir zum Land. In ein paar Tagen können wir uns ein Bild davon machen, was mit offen zugänglichen Daten gemacht werden kann, zum Beispiel Mobilität intelligenter gestalten. Der VBB, also der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, hat Entwicklern seine Verkehrsdaten zur Verfügung gestellt, und die entwickelten Programme, Stichwort Apps in the City, können einen Beitrag dazu leisten, den ÖPNV hier auch attraktiver zu gestalten. Das reicht mir, das reicht uns noch nicht, weswegen wir Bündnisgrüne schon vor rund einem Jahr hier einen Antrag eingebracht haben zu Open Data und Mobilität, intelligenter Mobilität. Wir haben auch einen weiteren Antrag eingebracht. Wir alle kennen die Debatte darum, das Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz. Beides ist noch nicht zur Beratung gekommen, aber wir hoffen da auf eine positive Beratung und sind natürlich sehr offen für Mitarbeit an diesen beiden Sachen, insbesondere natürlich am Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz. Eins ist jedoch vollkommen klar: Offene Daten sind gefragt. Insbesondere auch die EU hat die enormen Chancen und Möglichkeiten, die in Open Data liegen, erkannt. Und sie hat deswegen eine Open Data Strategie auf den Weg gebracht. Durch die Veröffentlichung werden volkswirtschaftliche Effekte, sagt die EU, von bis zu 40 Milliarden Euro pro Jahr für den europäischen Raum erwartet. Deswegen spricht die EU-Kommission auch sehr gerne in diesem Zusammenhang von einer Goldmine. Und das berücksichtigt noch nicht einmal die positiven Effekte auf Demokratie und Teilhabe. Nun aber hier zum Land. Auch wir als Bündnisgrüne haben es durchaus begrüßt, dass Berlin als erste deutsche Stadt ein Open-Data-Portal bereitgestellt hat. Aber seitdem ist einfach zu wenig passiert. Man könnte sagen, seit Nicolas Zimmer die Senatsverwaltung für Wirtschaft verlassen hat, hört man von dem Thema gar nichts mehr. Und es war vorher auch schon recht spärlich. Gehen wir das doch mal im Einzelnen durch. Das wünscht sich Herr Kohlmeier, glaube ich. Stichwort Regelbetrieb Open Data Portal. Es läuft immer noch in der Beta-Version. Das kann man dort auf der Webseite wunderbar sehen. Und der Regelbetrieb sollte eigentlich schon im Juni letzten Jahres, so eine kleine Anfrage, die der Senat beantwortet haben, laufen. Tut es aber nicht. Stichwort Open Data Day. Die Planungen für den Berliner Open Data Day sind schlicht unbekannt, Frau Itzer. So fragen sich die interessierten Kreise, ob nach dem Open Data Day 2011 und 2012 der Open Data Day in diesem Jahr einfach klammheimlich abgesagt wurde. Vielleicht können Sie da uns ja Auskunft geben. Stichworte: Inhalte im Open Data Portal. Der Senat verlässt sich darauf, dass die Behörden ihre Daten schon von alleine hier einstellen werden. Das reicht nicht, wie die vielen Leerstellen im Portal zeigen. Berlin braucht eine Strategie, die nicht nur die Notwendigkeit von Transparenz anerkennt, sondern diese auch umsetzt. Stichwort Datenbestand. Der Senat kennt schlicht und ergreifend gar nicht, was wir alles an Daten hier haben, lehnt aber eine Dateninventur ab. Das ist falsch. Stichwort Datenschutz. Bei der Anonymisierung personenbezogener Einzeldaten fehlt immer noch eine ressortübergreifende Richtlinie. In einem Wort, der Senat macht seine Hausaufgaben einfach nicht, auch hier nicht. Und da muss man zusammenfassend einfach sagen, das geht deutlich besser. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Kollege, des Kollegen Kohlmeier? Ja, aber am Ende, meine Damen und Herren. Am Ende, gut. Gut. Auf diese und andere grundsätzliche Probleme des Senats bei der Umsetzung von Open Data geht der Antrag der Kollegen von der Piratenfraktion aber nicht wirklich ein. Ich kann mir aber gar nicht vorstellen, dass Sie mit dem vorliegenden Sachstand wirklich zufrieden sind, sonst würden Sie ja diesen Antrag nicht gestellt haben. Mir fehlt vor allem eine Feststellung: Der Senat engagiert sich zu wenig in Sachen Open Data. Da hilft auch kein Herumwecken am Detail. Aber ich will auch auf einige Forderungen des Antrags eingehen. Ein Punkt hat Herr Kohlmeier schon benannt. Auch mir ist unklar, was interessante und relevante Daten sein sollen, beziehungsweise wer es entscheiden soll. Gucken wir uns zum Beispiel die Prioritäten heute der SPD-Fraktion an. Wären wir darauf gekommen, das Vereinsschwimmen jetzt zur Priorität zu erklären? Die genaue Formulierung müsste ich jetzt mal nachlesen, aber ich glaube, wir wären es alle nicht gekommen. Sie haben formuliert: Neues System bei der Vergabe der Kinder- und Jugendzeiten im Vereinsschwimmen. Sicherlich ein spannendes Thema, aber prioritär bei dem, was wir in Berlin zu erledigen haben.
Also kann man da hinkommen, aber wer entscheidet das? In dem Fall ganz einfach die SPD-Fraktion. Und das, glaube ich, muss man dann den Nutzerinnen und Nutzern auch einfach lassen. Sie müssen auch zum Ende kommen, bitte. Ja, letzter Satz. Sie fordern auch eine unabhängige Clearingstelle. Auch das müssen wir in den Ausschussberatungen noch mal, glaube ich, genauer erörtern. Wir haben nicht den Datenschutzbeauftragten. Der ist unabhängig und der ist auch für Informationsfreiheit zuständig. Das heißt, vielleicht erläutern Sie uns dann in der Ausschussberatung einfach, was der genau noch zusätzlich machen soll. Und dann wird das, glaube ich, eine produktive Debatte. Ich erwarte aber von der Koalition, dass die ganzen Anträge zu Open Data, und das sind inzwischen viele, dann auch irgendwann mal zur Beratung in den Ausschüssen gelangen. Vielen Dank. Moment, jetzt kommen wir noch zur Zwischenfrage des Kollegen Kohlmeier und des Kollegen Delius. Bitte schön. Herr Delius hatte sich auch gemeldet, aber wenige Sekunden vor Schluss. Bitte schön. Ich hatte mich gefragt, lieber Kollege Gelper, bei dem allem, was Sie gesagt haben, ob Sie noch was zu dem Antrag sagen. Das haben Sie am Ende raus dann doch zaghaft noch getan. Insofern hat sich meine Zwischenfrage erledigt. Erledigt, Kollege Delius, bitte. Man sollte immer die Frage abwarten, die Rede abwarten. Ne? Ja. Herr Gelper, ich war am Ende Ihrer Rede ein bisschen verwirrt. Die Frage ist, wollen Sie wirklich den Wert von offenen Daten nach politischen Prioritäten bewerten, also bemessen? Das war ja das, was Sie gerade als Beispiel angefangen haben. Also ob jetzt die SPD hier eine aktuelle Stunde oder eine Priorität festlegt, das würde ich jetzt nicht in Zusammenhang mit offenen Daten bringen wollen. Eben, da bin ich ganz bei Ihnen. Und deswegen habe ich mich so gewundert über diese Formulierung im Antrag. Denn wenn jemand sagt, ich bewerte, was interessant und relevant ist, dann ist das natürlich auch eine Auslegungsfrage. Und dann das zu klären, das Wort heißt plausibel. Naja, aber Plausibilität, wie gesagt, schon an diesem Beispiel, was ich da eben vorgetragen habe, kann halt sehr verschieden bewertet werden. Deswegen habe ich dieses Beispiel mit der heutigen Priorität der SPD-Fraktion gewählt. Dankeschön. Weitere Zwischenfragen lasse ich jetzt nicht mehr zu, weil die Redezeit nun lange vorbei ist. Für die Fraktion der CDU erteile ich jetzt das Wort.